Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV, die dritte Episode mit Dishonored. Wir befinden uns im Hound Pits Pub. Ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen und wurde gerade mit von Samuel hierher transportiert. In den Hound Pits Pub. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündeten, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Das ist der Hound Pits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Missionshinweise aktualisiert. Okay. Missionshinweise. Schiffer Samuel hat dich den Fluss vom Gefängnis von Coldridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Triff die Kaisertreuen. Diese zwei Jungs. Hier noch irgendwas, was mich interessieren könnte? Scheint erstmal nicht. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Cannot kill the Red Plague. Da geht's auf jeden Fall lang. Da geht's zu den Kaisertreuen. Dunwall Whiskey. Geht's hier auch durch? Okay. Ja, ich kann ja mal einfach mal ein bisschen erkunden, wa? Ein bisschen rumlatschen. The Outsider walks among us. Cut cigars. Vielleicht finde ich ja irgendwas Tolles, wieder so eine tolle Nebenmission oder sowas. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, sehr frei zu sein hier. Ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, als könnte ich jetzt hier einfach auch mal hier zum Beispiel drüber springen. Ja, das kann ich. Finde ich cool, wenn man einfach mal so ein bisschen rumtouren kann. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt hier irgendwie in der Gegend herum erkunde. Deshalb gehe ich jetzt auch mal wieder zurück und schaue zumindest da, wo Türen sind. Kann ich ja vielleicht mal reinschauen. The Hound Pits. Scutter versus Blackie. Come to the pub known for the best ales and the freshest blood ox stew. Okay, hier brauche ich erst einen Schlüssel. Da werden die Hundekämpfe anscheinend drin veranstaltet. Was ist das hier? Aha, hier ist auch eine Tür. Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, Falltür. Gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Naja, ist schon klar.
nach 6 Monaten Gefangenschaft in Fallbridge ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Sie kennen die Geschichten. Ja, die kenne ich. Das wundert mich immer noch. Wir mögen spekulieren. Die Wahrheit kennen wir nicht. Er ist stark und schnell. Doch ich hoffe, dass er sich auch auf List versteht. Hier geht es nicht um einen Ihrer feinen Maskenbälle, sondern darum, dass wir Menschen töten müssen. Haben Sie jemals jemanden getötet? Achtung, nur mit meinem Witz. Aber das ist wie immer ein guter Punkt. Er wird bald kommen. Ich freue mich darauf. Die Zahl der ja, ich komme gleich. Einen Moment noch. Er hat ja laut Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Die Münzen, die schaden einem nämlich bestimmt auch nichts. Und wenn man die einsammelt, gibt es bestimmt auch eine bessere Missionswertung oder so. Weißt du, vielleicht wirkt sich das ja sogar auf das Ende aus, wenn ich hier so viel rumlatsche und erkunde. Und hier sieht man mal die Straßen der Stadt. Mit Schienen auf dem Boden. Alter, hier kann man ja überall rumlaufen. Das ist ja cool. Ich finde das schön, einfach mal so ein bisschen rumzulatschen, die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Heilkräuter. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Ja, wer sind Sie denn? Oh, Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Okay, es ist anscheinend so geplant, dass ich irgendwann hinkomme. Tut mir leid, dass es so dunkel ist, doch wir dürfen nicht gesehen werden. Aber so ist es doch etwas romantisch, oder? Tyvianische Birne. Die Litanei der Weißen Klippe. Auszug aus einer Schriftreihe von Aufseheranrufungen, verfasst vom Oberaufseher Abram Templeton. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszerren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat, zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir einen Hirtenstab für die sein, die sich von der Erde entfernen, hin zur nebligen, grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, sodass andere sich nicht verirren. Und die, die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen können. Die Litanei der Weißen Klippe. Also es ist auf jeden Fall so geplant, dass ich hier hinkomme. Anscheinend ist das so eine Art Quartier hier für mich, auf dem ich mich immer ausruhen kann. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, Sie der Stadtwache zu übergeben, die Sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk, natürlich. Auszug aus einem Buch von Seemannsliedern. Was tun mit dem betrunkenen Walfänger? Was tun mit dem betrunkenen Walfänger morgens in der Frühe? Serviert ihn den Ratten zum Abendbrot morgens in der Frühe. Ahoi, wir segeln. Morgens, ja. Okay, ganz klare Anspielung auf What Shall We Do with the Drunken Sailor. Stopft ihn in den Sack und werft ihn ins Wasser. Ahoi, ahoi, wir segeln. Okay, ist natürlich, die Anspielung checkt man natürlich auch nur eigentlich auf Englisch. Aber, ist ja so offensichtlich gewesen jetzt. Alles ziemlich heruntergekommen hier. Der Schatten von Bitterleaf. Ja, man merkt die Bethesda-Anleihen hier. Auszug aus einer längeren Novelle. Ich fand meinen Weg im flackernden Licht des ersterbenden Feuers und sah sie bei der Arbeit. Eine große Nadel huschte in ihrer Hand umher und folgte genauen esoterischen Mustern. Knoten und Schlaufen der Schneiderkunst längst vergangener Tage. Während sie die Nadel führte, verkrampfte und schüttelte sich sein Körper und brachte den Holztisch zum Schwingen. Eine morbide Faszination zog mich näher zum Tisch,
bis sie mir ihr ausdrucksloses Gesicht zuwandte, während sie mit der Nadel in seinem Fleisch innehielt. Mit vornehmer Stimme hob sie an. Du bist also die Geliebte, nehme ich an. Auch du warst treulos und jetzt ist deine Stunde gekommen, wiederhergestellt zu werden. Der junge Prinz von Tyvia. Auszug aus einem Bühnenstück. Lord Nathan Bale, zorneswild. Wie können Sie es wagen, Sir? In diesem Aufzug, in meinem Haus. Ich sollte Sie der Wache überstellen, elender Tyvianer. Prinz Kalizar näher kommt. Ein rüdes Willkommen für königliches Blut, mein Herr. Ihre Tochter brachte mir mehr Gastfreundschaft entgegen. Aber sie ist für den Abend ausgegangen und hat mich allein zurückgelassen. Lord Nathan Boyle, stotternd den jungen Mann vor sich studierend. Was machen Sie hier raus aus diesem Haus? Verschwinden Sie in Ihr frostiges Reich, bleicher Bengel! Prinz Kalizar neckisch grinsend. Kein Grund für einen Streit zwischen uns, Lord Bale. Ist meine Anwesenheit hier denn so schlimm? Wie ich bewiesen habe, fühle ich mich Ihnen und Ihrer Familie eng verbunden. Lord Nathan, keuchend. Du meine Güte, Kalizar, Ihre Haut ist so warm. Sie brennt geradezu. Erzählungen eines Walfängers, Band 2. Ach, geil, okay. Auszug aus dem Reisetagebuch eines Walfängers in den letzten Jahren seines Lebens. Erzählungen eines Walfängers, Band 2 oder die letzte Reise des Walfängers. Nach über einem Vierteljahrhundert ist es Zeit, das Walfangen an den Nagel zu hängen. Mein Körper ist zu zerschunden, um weiterzumachen. Ich habe die Küsten aller Inseln gesehen und habe mehr Gold verdient, als die meisten Männer ihr Leben lang sehen. Aber es ist alles weg. Ich habe einen Kaiser kommen und gehen sehen, war Zeuge, wie seine Tochter den Thron bestieg, was für eine holde junge Kaiserin sie war. Aber sie wurde noch so jung, an Jahren ermordet. Alles, was schön ist, muss sterben, so scheint es. Ich habe in jedem Hafen der bekannten Welt gespeist, habe die einsamsten Gewässer befahren, die man sich vorstellen kann. Ich habe die Klippen rings um Pandysien gesehen, doch selbst die schönsten Erinnerungen geben mir nicht einmal eine Unze Freude. Die Jahre suchen mich in meinen Träumen heim. Eine Reihe zerhackter Körper, lang, seidig, glänzend und in den Wellen im Mondschein singend, nur um von hässlichen, vom Wetter gezeichneten Männern mit ihren Speeren erlegt zu werden, die sich selbst für ein gutes Paar Schuhe abstechen würden. Jedes Jahr hatte ich weniger Zeit, um nach Hause zu kommen. Meine Zunge verlernte ihre Sprache der heiteren Konversation und die, die in den Städten wohnten, hielten mich für einen komischen Kauz. Meine Schwester Nina wusste kaum, worüber sie mit mir während meiner Besuche sprechen sollte. Als sie ihr Geschäft an einen korrupten Anwalt des Lordregenten verlor, war ich 100 Meilen östlich von Morley, meine Hände vom Schneeregen gefroren, als wir den ersten Bullenwal jagten, den wir seit Monaten gesehen hatten. Ich half ihr, wo ich nur konnte, aber Nina starb in den ersten Tagen des Seuchenausbruchs. Nichts davon spielte eine Rolle. Wenn ich verbraucht und bitter bin, dann deshalb, weil diese Industrie mir meine Träume geraubt hat. Die Welt hat mich besiegt. Ist gut geschrieben. Also es lohnt sich wirklich, die Bücher zu lesen. Ich mache das halt auch, weil für mich sind die Bücher halt Teil des Spiels. Und, Bürger von Dunwall, die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Ich mache das gern, weil es für mich zum Spiel gehört und es mich tiefer in die Spielwelt eintauchen lässt. Und deshalb lese ich mir das natürlich auch durch und schaue mir das an. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie. Wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen.
Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay, neue Missionshinweise. Piero ist ein Erfinder, der Ausrüstungsgegenstände herstellen und verbessern kann. Piero verbringt den größten Teil seiner Zeit in seiner Werkstatt. Trifft die Kaisertreuen. Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Aber es gibt nichts Besseres als jemanden, der dem Kaiserreich gedient hat. Okay, von dort bin ich ja gekommen. Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Das ist ja witzig. Das ist ja hier ein riesen Gebiet. Das ist quasi die Kochecke des Pubs. Ah, er wieder. Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Okay. Was wollte er jetzt hier unten? Einfach nur mal gucken, ob alles in Ordnung ist, oder was? Ich kletter mal nach unten. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel für die Kanalisation. Ah, was ist das denn Schönes? Verarbeitetes Walöl. Okay. Nochmal verarbeitetes Walöl. Ja, erstmal hier meine neue Unterkunft kennenlernen, meine neuen Freunde. Second Floor. 201. Ah, okay. Okay, vielleicht sollte ich ihm nicht einfach alles klauen. Dekorplatte des Inchmouths. Nehme ich mal mit. Kann ich ihm doch klauen. Scheint ihm nichts auszumachen. Bethesda-typisch, man kann alles klauen. Wobei es ja, das Spiel ist ja von den Arcane Studios, einem französischen Studio. Lord Pendleton. Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Sie erinnern sich wohl nicht. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hiram Burrows, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer Bastard, sag ich Ihnen. Der Meisterspion ist quasi der, der unter dem Lordregenten steht. Und der Lordregent ist abgesehen von der Kaiserin sozusagen der Obermann. Audiograf-Spieler. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Ich fange morgen noch einmal an. Ich kann ihm sogar was tun, theoretisch. Will ich aber nicht. Ach so, okay, mit Viereck. Wenn ich hier irgendwas drücke, dann zieht er die Waffe. Und wenn ich Viereck gedrückt halte, steckt er sie wieder weg. Okay. Jetzt habe ich es gerafft. Schrankkoffer.
Der wundert sich auch nicht, warum ich hier reinkomme und einfach mal alle seine Sachen durchwühle und mir hier alles rausnehme und so. Nö, nö. Ich bin Meister Corvo. Oh, wünsche noch einen schönen Tag. Hallo, Wallace. Mhm. Also ich finde es spannend, hier rumzulatschen. Ach ja, Schlüssel zum Hauptraum des Pubs. Nehme ich auch mit. Havelocks Tagebuch. Erster Eintrag. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt, darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Piero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1 zu 5. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Es ist aus. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter? Erzählungen eines Walfängers, Band 1. Okay, das ist dann der erste Teil. Die frühen Abenteuer des Walfängers. Meine Schwester Nina und ich verließen Tyvia gemeinsam und sagten Lebewohl zu unserer Tante, die uns seit unserer Kindheit großgezogen hatte. Wir ließen unsere Heimatstadt Yaro und die kalte, aber wunderschöne Landschaft, die wir unser Leben lang kannten, zurück und gingen an Bord eines Schiffes nach Dunwall. Unsere Eltern hatten uns ein beachtliches Erbe hinterlassen und wir gaben die Hälfte davon aus, um in die Hauptstadt zu reisen und dort einen kleinen Importwarenladen zu eröffnen, der mit tyvianischen Fellen handelte. Nachdem ich Nina dabei geholfen hatte, das Geschäft aufzubauen, war ich frei zu tun, wovon ich schon immer geträumt hatte. Das Aufregendste, was ich jemals gemacht hatte, war, auf einem Walfänger anzuheuern und ich sah es als Mittel zum Zweck, eines Tages mein eigenes Schiff zu kommandieren und schließlich eine Flotte ähnlicher Seefahrzeuge zu besitzen. Mit Tränen in den Augen gab mir Nina einen Kuss und sagte mir Lebewohl. Ich sollte sie viele Monate lang nicht wiedersehen. Als ein Lehrling des Vorarbeiters konnte ich die Jagd und das Töten der großen Bestien aus nächster Nähe verfolgen. Nichts begeisterte mich so sehr wie der Wind und die tosenden Wellen, die Hatz auf einen verwundeten Wal von einem Strang von Kabeln gezogen zu werden, der sich in sein dickes Fleisch verhakt hatte. In diesen ersten 7 Monaten veränderte ich mich mehr als in den letzten 7 Jahren. Der Walfang hinterließ so starke Spuren, dass mich Nina bei meiner Rückkehr kaum wiedererkannte. Sonnengebräunt und mit erstarkten Muskeln, Wetterfalten, die sich in meinen Augenwinkeln gebildet hatten. Aber sie konnte erkennen, dass ich voller Freude darüber war, meine Bestimmung gefunden zu haben. Okay, den zweiten Teil kennen wir ja schon, deshalb wissen wir ja schon, wie es weitergeht. Die Marine und die Flotte. Auszug aus einem Buch über die Geschichte der Seefahrt. Zwar besitzt jede der Inseln die eine oder andere Flotte, aber keine wird so sehr beneidet wie die von Gristle mit ihrer langen, stolzen Geschichte großer Schiffe und der Admiräle, die sie kommandierten. Jungen, die in den Städten von Gristle aufwachsen, hoffen, eines Tages selbst ein solches Schiff zu befehligen. Große Familiendynastien werden von den Kapitänen begründet, die berüchtigte Piraten zur Strecke bringen oder aufrührerische Aufstände zerschlagen, so wie zu Zeiten des Morley-Aufstands. Ob Krieg oder Frieden, Gristle ist ganz vorne mit dabei, wenn es um Innovationen auf See geht. Die von Anton Sokolov persönlich entworfenen Schiffe stehen für den höchsten Standard im Walfanggewerbe und erlauben ihren Besatzungen, ihre Beute an Deck zu ziehen und dort mit der Verarbeitung zu beginnen, während das Schiff sich noch auf dem Rückweg nach Dunwall befindet. Die Besatzung kann dabei beobachtet werden, wie sie an ihrem letzten Fang arbeitet, während ihr Schiff langsam den Wrenhaven emporfährt, um an einem Ausleger einer einflussreichen Warenhausfirma wie Greaves Walhaus anzulegen.
hoch in der Takelage befestigt und von hinten durch die untergehende Sonne beleuchtet, ist die Silhouette einer dieser Kreaturen ein bewegendes Schauspiel, während sie sich zu ihrer letzten Ruhestätte im industriellen Herz der Hauptstadt begibt. Okay, also es geht hier sehr viel um Schifffahrt und Walfang. Das war ja auch so, das wusste man schon vorher aus Pressetexten und so, dass sich die Stadt hauptsächlich von Walen ernährt. Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, sie der Stadtwache zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Jetzt bin ich hier oben. Docks. Die Straßen hier sind ja wie leer gefegt. Da muss ich auf jeden Fall gleich nochmal rumlatschen. Kann ich mich nicht da... Aber ich kann mich drunter durchducken, so. Also hier gibt's nichts weiter, wenn ich das richtig sehe. Blood from the Eyes. Okay. Ah, ich kann ja mal... Ah, ja, ja. Movement. Zack. Nice. Achtung, Bürger von Dunwall. Die Flusskriecher haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Flusskriecher zu töten oder sich ihm zu nähern. Oh, Timer ist stehen geblieben, auch witzig. Bei solchen Versuchen gefunden werden, sind Eigentum der Regierung. Ich mache es einfach nach Gefühl weiter. Ist noch das Dachgeschoss? Ach nee, gar nicht. Geht noch mal höher. Third Floor. Zugemauert. Hallo, Lydia. Ich war hier einst die Schankwirtin. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen, glauben Sie mir. Ah, Dachboden. Ah, was ist er denn? Corvus Gemächer. Okay. The Golden Cat. Sokolovs Elixir promotes robust. Greaves Lightning Oil. Eine Münze. The Hound Pits. Okay, wo war der junge Mann, der gerade eben hier stand? Wo ist der jetzt hin? Ich höre ihn irgendwo rumlatschen. Da vorne. Oh, oder die junge Dame, Cecilia. Na, hallo? Der Admiral diente in der Marine der Kaiserin. Aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Sieht aber auch ein bisschen fertig aus, die liebe Cecilia. Was ist das? Ja, gestützte Hocker. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Auffinden und zur Rückkehr der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden. Wow. Okay, jetzt bin ich hier oben. Alter, das ist ja ein riesen Gebiet hier. Schön übers Glas gelatscht erstmal. Gerade ein Hund? Kann mir gerade so vor, als hätte ich einen Hund bellen hören. Okay, also jetzt gehe ich wieder nach unten. Achtung an alle Bürger. Sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Bis 8 Uhr zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht. Wenden Sie sich mit einfachen Aufgaben an Cecilia. Die kann sie am besten. Och, komm, die ist ja schnippisch.
rum geht's wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Was ist das hier für ein Turm? Ist noch mehr? Zerstoßener Kristall. Die Prüfungen der Begabung. Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende dieses Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Ein bisschen wie bei den Hunger Games hier. Das Fest der Fuge. Auszug aus einem Buch über Feste und Feiertage. Am Ende eines jeden Jahres, nach dem letzten Tag des Monats, der Lieder, feiern wir das Fest der Fuge. Das neue Jahr liegt noch vor uns und so liegt die Zeit zwischen den Jahren außerhalb des Kalenders. Ein Abschnitt des Feierns und Schlemmens beginnt, in dem die Menschen alle Regeln hinter sich lassen, durch die sie über das Jahr hinweg gesund und unversehrt geblieben sind. Viele verlassen ihre Häuser von Trunk oder starken Kräutern berauscht. Manche bemalen ihr Gesicht oder tragen eine Maske, damit sie unerkannt ihren Leidenschaften nachgehen können. Wenn die kosmologischen Zeichen richtig stehen und es an der Zeit ist, dass der Kalender wieder von vorne beginnt, stimmt der amtierende Oberaufseher die Hymne der Buße an, und das Fest der Fuge endet. Familien kehren nach Hause zurück, Frauen gesellen sich wieder zu ihren Ehemännern. Feinde stecken ihre Waffen weg, Feuer werden gelöscht. Niemand beschwert sich über die, die anderen schlecht mitgespielt, alte Regeln missachtet oder Schwüre gebrochen haben, denn weder existiert diese Zeit zwischen der astrologischen Ausrichtung, noch werden ihre Geschehnisse aufgezeichnet. Der folgende Tag markiert das neue Jahr, der erste Tag des Monats der Erde, so wie es immer schon war. Auch noch eins. Ruf zu den Sphären, Band 1. Hier gibt es ja auch noch viele Bücher. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werkes. Als die Maschinen des alten Vehikels laut aufheulten, fühlte ich Unwohlsein in meinem Magen. Es war die Erfindung von Orcado, dem dritten Präfekten der Akademie der Naturphilosophie. Er war hoch erfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeugs. Orcado zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dichte Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Gefährt nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um aus dem Fenster zu schauen, das mir plötzlich nicht mehr dick genug vorkam. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Brynn an und lächelte: Sag einige Versen der Litanei auf, mein Schüler. Das wird dein Herz vor der Schändlichkeit des Nichts auf unserem Weg zu den äußeren Sphären schützen. Ja, also man merkt schon deutlich, dass es hier starke Rollenspieleinflüsse gibt. Dass es jetzt kein pures Adventure ist, in dem man nur ein bisschen hüpft und springt und klettert und. Soll ich da mal runter? Na, lehn ich nochmal raus, Corvo. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Ich glaube, ich tue es lieber nicht. Wer weiß, wohin mich das dann führt. Ja, drüber geht's auch nicht. Okay. The Hound Pits. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht ganz gerechnet, dass das jetzt so groß ist. Dass ich jetzt hier in so großes Areal geworfen werde. Aber gut, wieso nicht? Ich gucke mir gerne Sachen auf eigene Faust an und das
mehr Zeit dabei. Okay, im Office ist... Wie heißt der nochmal? Piero. Piero. Ah, okay, hier wäre ich dann rausgekommen. Ja. Genau, da drüben. Das war wunderschön. Muss man bestimmt auch noch irgendwann später rumschleichen, denke ich mal. Kann man hier lang? Kann man da runterfallen? Ich speichere mal und probiere es mal aus. Das interessiert mich jetzt mal. Allein schon, um herauszufinden, wie Open World es tatsächlich ist. Oder ob man dann irgendwie auf eine unsichtbare Barriere trifft oder sowas. Nee, trifft man nicht. Okay. Echt. Echt krass. Alter. Das ist ja unfassbar. Kann ich auch unter Wasser kämpfen? Nee. Irgendwas greift mich an. Was greift mich an? Oh Gott, Eve. Da ist so ein Vieh. Das ist ja unschön. Hier war ich ja schon am Anfang. Okay, da ist Piero. Zu dem gehe ich gleich. Aber zuerst nochmal hier vorne. Ich nochmal schauen, wie weit es hier geht. Ich muss hier in diesem Bezirk irgendwie eingesperrt sein. Report any sickness. Hiding the plague is punishable by death. Okay. Food Menü. Brined Hackfish. Grilled Whale. Achtung, Bürger von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lord Regent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. Monat der Saat gab es auch im Dings. Oder hieß es Jahr der Saat. Gibt es auch in Skyrim. Und in den Elder Scrolls Spielen. Ich gleich mal hoch. Ich wühl hier in jedem Dings rum. Kingsparrow-Federn. Okay, wieso nicht? Obey the City Watch. Tampering with security devices is punishable by death. Okay. The Golden Cat. The finest ladies in all the Isles. In all the Isles? Wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht genau. Grease Lightning Oil. Skilled in the Sensual Arts. Also es sind anscheinend mehrere Inseln hier dann, ne? Zwischen denen man hin und her wurschtelt. Okay, hier ist... Ne, ist noch nicht Ende. Hier geht's auch noch lang. Zur verlassenen Wohnung erforderlich, okay? Vielleicht ist das so, dass man immer Stück für Stück sich hier mehr Schlüssel quasi erschließt. Und dann dadurch immer mehr über die Story oder so erfährt. Ich weiß es nicht genau. Aber es beeindruckt mich auf jeden Fall. Den Schlüssel zum Hauptraum der Bar habe ich ja mittlerweile auch. Nur wo kann ich den benutzen?
Ah ja, hier ist, steht noch was rum. Okay. Dann würde ich sagen, esse ich noch so ein Aprikosetörtchen. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Wer diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Dann ist mein nächster Weg, führt mich zu Piero. Aber, das wird nicht mehr in dieser Episode sein, denn ich werde jetzt speichern. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich mir dabei Zeit lasse und die Bücher durchlese. Immerhin ist es so, dass meiner Ansicht nach so ist, dass die Bücher gehören mit zum Spiel. Sie gehören zu dieser Welt dazu. Und wer wirklich in diese Welt eintauchen möchte, der liest sie natürlich aus auch. Und da ich in diesem Let's Play einfach alles mitnehmen möchte, was geht, mache ich das natürlich auch. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Dann geht's weiter mit der Story. Bis dahin. Ciao.